Der Flair vom Nürburgring ist immer da. Das ist das einzige deutsche Stadtrennen. Das fränkische Monte Carlo, ganz klar. Toller Stadtkurs, immer gut besucht. Die Strecke ist sehr, sehr technisch, hat viel Bodenwellen. Man muss immer sehr nah an der Mauer fahren. Nürburgring ist immer ein besonderes Rennen, die Highlight von der DTM-Saison. Wenn man den Nürburgring gewinnt, das ist eigentlich für den Rennfahrer das Größte, weil das ist wie vom Formel-1-Fahrer, wenn er in Monaco gewinnt. Ja, der Nürburgring ist immer eine ganz spezielle Veranstaltung für uns. Ganz klar, es ist Heimrennen und es ist auch eine ganz spezielle Atmosphäre dort. Ich habe nicht teilgenommen, aber ich war in der Jury drin und es war immer ganz lustig.